So, hallo und herzlich willkommen zur Präsentation des Seminarkurs Statistik. Mein Name ist Schmidt und ich mache ihn aber nicht alleine. Ich mache ihn mit Herrn Stiefel, also mit Herrn Stiefel und eben mit mir, mit Herrn Schmidt. Ja, die Frage ist, was machen wir im Seminarkurs Statistik überhaupt? Nun, das erste ist, wie der Name schon sagt, wir machen Statistik. Und Statistik heißt, wir geben uns Fragestellungen vor und versuchen dann aufgrund von gewissen Daten irgendwelche Prognosen zu machen. Das ist so erstmal die Faustregel. Das Wichtige, was wir brauchen, ist eine sogenannte These. Nun, eine These kann sein zum Beispiel, je mehr man isst, desto dicker ist man dann. Aber das ist eine einfache These. Es gibt auch andere Thesen, wie zum Beispiel, je schneller man fährt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, in einen schweren Unfall verwickelt zu werden. Und es gibt aber auch noch Thesen wie, kennen wir aus der Wirtschaft, was die Rockmode angeht, je kürzer die Röcke sind, desto besser geht es der Wirtschaft. Und es waren jetzt einfach mal irgendwelche Thesen. Dann machen wir eine sogenannte Erhebung. Also das heißt dann, entweder macht man selbst die Erhebung oder irgendjemand anders hat die gemacht. Also meinetwegen kann man da aus der Literatur, aus Bibliotheken und Ähnliches, kann man Daten machen und dann kommt die Prüfung. Also das Eigentliche, was wir dann machen, stimmt unsere These, Prüfung. Stimmt unsere These ja oder nein? So, das sind so die drei Sachen. Und das, was die Statistik im Endeffekt ausmacht, sind vor allem diese Dinge hier. Das hier, die Erhebung zu prüfen. Das heißt, das hier, das mache ich in der Statistik. Und dann geht es aber noch weiter. Jetzt fragt ihr euch sicher, was macht denn der Herr Stiefel dabei? Ja, der ist genauso wichtig wie ich. Der Herr Stiefel, der macht Folgendes, der macht mit euch das wissenschaftliche Arbeiten. Also wissenschaftliches Arbeiten, das macht Herr Stiefel. So, und das wissenschaftliche Arbeiten, da geht es zum Beispiel darum, wie finde ich Literatur, also sowas hier, oder wie zitiere ich richtig, oder also irgendwelche Dinge, sorry, von denen ich so ziemlich gar nichts verstehe, die macht dann der Herr Stiefel, und das heißt, wir sind, wie gesagt, wir sind völlig getrennt voneinander, und ich mache den statistischen Teil und Herr Stiefel macht das wissenschaftliche Arbeiten. Jetzt ist die Frage, wofür kann man das brauchen? Also das Erste, wofür wir das brauchen können, ist völlig logisch. Das Erste, wofür wir unseren Kurs brauchen können, ist für, wenn man später irgendwas mit Statistik macht. Jetzt sagen die Leute, ja, wer macht schon was mit Statistik? Also ich will mal sagen, Mediziner, macht der Statistik? Ja, es gibt Statistik für Mediziner. Macht denn ein Psychologe Statistik? Statistik für Psychologen. Also das heißt, es gibt ganz, ganz viele Fächer, wo man gar keine Statistik erwarten würde, aber logisch auch zum Beispiel Statistik in der Biologie, wenn man rausfinden will, wie sich irgendwelche Populationen entwickeln. Auch können wir da schöne Thesen machen, je weiter man im Norden ist, desto schlechter entwickelt sich die Population. Sowas ist da zum Beispiel, also Statistik in der Biologie und natürlich in jeder empirischen Wissenschaft, sogar in der Physik und in der Chemie und, wird es nicht glauben, sogar in der Informatik braucht man Statistik. Wie groß, also wie ist das mit dem Absturz von einem Programm, wenn man so und so viel Speicher und so zulässt. Das sind jetzt alles mal Beispiele, die Anwendungen darstellen von Statistik außerhalb der Mathematik. Gut, das heißt, die Statistik ist zentral für jede Form des empirischen Studiums. Jetzt ist die Frage, das wissenschaftliche Arbeiten, braucht man denn das später? Und da ist meine Antwort ja, nämlich sobald man eine Bachelorarbeit schreibt. Also wissenschaftliches Arbeiten ist quasi die Antwort darauf, wie schreibe
ich eine Bachelor, ich weiß nicht, wie man das schreibt, ich hoffe, ich bin nicht zu falsch, Bachelorarbeit. Solche Fragen, wie, also zu meiner Zeit hat das Diplom geheißen, da konnte man keinen Fehler machen. Wie schreibe ich eine Bachelor, Bachelor, ich glaube, mit H, ohne H, keine Ahnung, ich mache mein H hier irgendwie, Klammern drin. Wie schreibe ich eine Bachelorarbeit, wie zitiere ich da richtig? Diese Fragen, die beantwortet Herr Stiefel. Also das bedeutet übersetzt, der Seminarkurs Statistik ist die Basis, ich sag mal, von fast allen Studiengängen. Es gibt kaum einen Studiengang, der ohne Statistik oder ohne wissenschaftliches Arbeiten auskommt. Gut, also das heißt, man sieht, man kann uns brauchen, nicht nur für das Abitur, das heißt, wir sind der Ersatz dann für die potenziell gesellschaftswissenschaftliche Prüfung, sondern auch noch danach. Gut, jetzt kommt die Frage, wie ist denn das aufgeteilt, das Ganze? Also das heißt, wir haben ja, wie man sieht, so eine Stiefel-Schmidt-Einteilung und das heißt, wir machen am Anfang besonders viel Mathematik und da gibt es einen Test in Mathematik, also Statistik, und dieser Test zählt 25% von der Gesamtnote. Dann gibt es parallel zu dem sehr, also wir sind sehr stark am Anfang in Mathe dabei, bis etwa Januar. Und in der Zeit macht Herr Stiefel auch eine mündliche Note über die Mitarbeit. Also Test, Statistik, das ist eine reine Schmidt-Note. Mündliche Note ist eine reine Stiefel-Note. Und dann kommt die Arbeit an sich. Die Arbeit an sich kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine winzig kleine Diplomarbeit. Dann kommt die Arbeit, die zählt nochmal 25%. Und am Ende noch eine Prüfung. Wir nennen das Prüfung. Das ist so eine Art Verteidigung der Seminararbeit, dass wir also sehen, dass die Seminararbeit wirklich von dem auch gemacht wurde, der sie erstellt hat. Ja, und das heißt, aus diesen vier Noten zusammen basteln wir dann eine Note und die ist dann statt des gesellschaftswissenschaftlichen Abiturs anrechenbar. Und ja, das heißt, das ist dann von meiner Seite her so ziemlich alles. Vielleicht für diejenigen, die jetzt sich fragen, bin ich da richtig oder bin ich da falsch? Ihr macht viel Wahrscheinlichkeitstheorie in der 10. Klasse. Und solche Wahrscheinlichkeitstheorie aus Klasse 9 und aus Klasse 10, die bildet die Basis von dem, aber ist nicht unbedingt erforderlich. Also so eine Kleinigkeit braucht man schon, aber man kann theoretisch auch ohne das groß einsteigen. So, gibt es jetzt Fragen zum Seminarkurs Statistik? Ich bitte bei den Fragen einfach reinzurufen. Ich habe den Lautsprecher laut gestellt, weil ich müsste das hören, weil das Ding bedienen kann ich nicht. Gibt es da Fragen zum Seminarkurs? Keine Fragen? So, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Es gibt auch eine eigene Webseite von mir, die schreibe ich nochmal auf, die heißt sd.slt.biz. Dort findet man nochmal Informationen unter Rubrik Seminarkurs. Wir haben auch einen eigenen Film gemacht. Der ist jetzt noch nicht auf der Webseite, den werde ich aber gleich auf die Webseite setzen. Das heißt, dort gibt es dann Infos und einen Film zum Seminarkurs Statistik. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.